Hi Leute, hier ist High Carb Christian und in diesem Video wollte ich euch sagen, was bei Starbucks alles vegan ist. Wer Starbucks nicht kennt, falls es solche Leute noch gibt, das ist eine Kaffeehauskette aus den Vereinigten Staaten, die sich in Deutschland immer mehr ausbreitet und eigentlich inzwischen in allen größeren Städten ist, für ihr recht hohes Preisniveau berühmt ist und wie ich meine, für den besten Kaffee, den man bei einer Kette bekommen kann. Ich liebe Starbucks Kaffee, ich finde ihn unfassbar lecker. Und Starbucks ist die beste Anlaufstelle, wenn man Zero-Waste-Kaffee trinken möchte oder wenn man auch als Veganer Kaffee trinken möchte. Denn nicht nur kann man sich problemlos seinen eigenen Becher mitnehmen und kriegt Rabatt dazu, ich glaube 30 Cent, wenn man seinen eigenen Becher mitbringt, das können schon mal 10% sein bei einem Getränk. Und der andere Aspekt ist, dass sie verschiedene Milchsorten für Veganer haben. Also nicht nur ist Starbucks auch klasse, wenn man sagen möchte, dass man statt Vollmilch Halbfettmilch haben möchte oder laktosefreie Milch haben möchte, sondern für Veganer gibt es Sojamilch, Kokosmilch und inzwischen auch Mandelmilch. Die Sojamilch, das ist die Alpro Soja for Professionals, die sie benutzen. Die ist ohne Aufpreis erhältlich und die Mandel- und Kokosmilch, es ist eine eigene Starbucks-Rezeptur jeweils. Und die kosten, glaube ich, 60 Cent mehr, die beiden. Aber ja, wenn ihr den Aufpreis nicht zahlen wollt, einfach sagen mit Sojamilch und ihr kriegt euer Getränk mit Sojamilch ohne Aufpreis. So, was ist jetzt konkret vegan? Dazu hat Starbucks ein praktisches PDF auf die Webseite gestellt, wo dann in sehr kleiner Schrift drin steht, was jetzt vegan ist und was nicht vegan ist. Das ist sehr praktisch. Generell von den ganzen Kaffeesachen, also Kaffeelatte, Cappuccino oder so, sagt einfach mit Sojamilch, zack, vegan. So easy. Jetzt müsst ihr bei einigen Sachen natürlich, wenn ihr auf der Menükarte draufsteht, mit Sahne sagen, dass ihr sie ohne Sahne haben wollt. Aber das garantiert euch immer noch nicht, dass das wirklich vegan ist. Der Chai Tea Latte, den sie verkaufen, ist beispielsweise nicht vegan, weil da Honig drin steckt. Genauso ist der Karamell Macchiato nicht vegan, wenn man ihn standardmäßig bestellt. Wenn man ein Karamell Macchiato mit Sojamilch bestellt, machen die meistens immer noch das Caramel Drizzle obendrauf, wo Butterfett drin steckt. Wenn ihr dann sagt, dass ihr ein Karamell Macchiato ohne das Caramel Drizzle haben wollt, dann solltet ihr wahrscheinlich einen normalen Latte Macchiato mit einem Pump Karamellsirup bestellen, weil euch das im Endeffekt, denke ich, billiger kommt. Tee ist natürlich vegan, weil es heißes Wasser mit Teebeutel ist für 2 Euro oder sowas. Starbucks hat auch verschiedene Sorten von Kakao. Einmal die Premium Hot Chocolate, die in keiner Ausführung vegan ist, weil schon in dem Pulver, das benutzt wird, Milchpulver drin ist. Allerdings haben sie die Classic Hot Chocolate, die nicht auf der Karte steht. Da muss man explizit nachfragen und die meisten machen es euch auch, es sei denn, der Barista hat gerade einen mega schlechten Tag oder keine Ahnung was. Aber die meisten Leute machen euch das und der ist dann vegan. Ihr müsst dann allerdings wirklich explizit einen Classic Hot Chocolate mit Sojamilch bestellen. Nicht die Premium Hot Chocolate oder auch die irgendwie andere Hot Chocolate, die auf der Karte steht, nur die Classic Hot Chocolate ist vegan mit Sojamilch. Ansonsten hat Starbucks neben diesen warmen Getränken auch noch kühle Getränke für Veganer. Zum Beispiel haben sie in letzter Zeit immer so einen Becher mit Obst vorne in der Kühlung stehen, den man sich mit zur Kasse nehmen kann. Der wird einem dann mit Orangensaft, glaube ich, zu einem Smoothie püriert. Das ist ganz lecker. Ansonsten gibt es noch den Refresher. Das ist einfach, glaube ich, so ein hohes Ding mit zuckrigem Wasser und verschiedenen getrockneten Obstsachen gefüllt und Eis, was im Sommer wirklich ziemlich erfrischend ist, trotz des hohen Zuckergehaltes. Der ist vegan. Bei den Frappuccinos fängt es an, kompliziert zu werden, weil sie alle standardmäßig mit Sahne sind. Also müsst ihr die immer ohne Sahne und mit Sojamilch bestellen. Aber das garantiert euch auch nicht, dass ihr einen veganen Frappuccino bekommen wollt. Mein damals absoluter Lieblingsfrappuccino, der Java Chip Chocolate Cream, ist nicht vegan, weil in den dämlichen Schokoladenchips schon Milch drin ist. Ansonsten sind aber der Coffee Frappuccino vegan, der Chocolate Mocha Frappuccino vegan, wenn man sie mit Sojamilch und ohne Sahne bestellt. Genauso wie der Vanilla Frappuccino und der Strawberries and Cream Frappuccino. Aber dann auch ohne Sahne und mit Sojamilch natürlich. Generell könnt ihr euch also als Regel merken, wenn irgendwas Schokoladiges bei Starbucks dabei ist, ist es nicht vegan. Es sei denn halt die eine Variante mit der Classic Hot Chocolate, die man sich bestellen kann. Und ansonsten ist man aber ziemlich auf der sicheren Seite, wenn man auch diese Drizzles oben weglässt. Es ist ein bisschen kompliziert, ich werde euch die Liste nochmal anhängen in der Videobeschreibung. Und lasst uns jetzt zu den warmen Sachen gehen, denn das ist ziemlich einfach. Oder generell zu den Essenssachen. Von den Essenssachen ist momentan genau eine Sache vegan, manchmal zwei Sachen, manchmal sogar drei Sachen, aber drei ganz, ganz selten. Was immer vegan ist, ist das Flatbread Falafel, was quasi einfach so ein rundes Tortilla-Ding ist, mit Falafeln platt gedrückt und einer Minzsoße, wo man keine Minze rausschmeckt, zusammengefaltet und warm gemacht. Das ist vegan, kostet glaube ich 3,25. Dann gibt es manchmal einen Wrap, der vegan ist. Und ich habe ein einziges Mal veganen Apfelkuchen bei Starbucks gesehen.
Aber seitdem nie wieder. Wenn ihr aber achtet mal drauf, ob es den bei euch gibt, hier im gesamten NRW, wo ich jemals bei Starbucks war, habe ich ihn nie wieder gesehen. Aber vielleicht gibt es den theoretisch noch. Wie ihr also seht, ist bei Starbucks für eine Kette verhältnismäßig viel vegan, was gerade dadurch erleichtert wird, dass sie eben diese drei Milchsorten haben: Sojamilch, Mandelmilch und Kokosmilch. Wobei ich die Mandel- und Kokosmilch jetzt nicht so genial finde, aber die Sojamilch ist ziemlich gut. Wenn ihr noch nie bei Starbucks wart, probiert es mal aus, trotz des hohen Preises. Der Espresso, den sie haben, ist auch Fairtrade zertifiziert. Das Einzige, was halt an Starbucks nicht fair ist, ist, dass sie keine Steuern zahlen. Aber Kuhmilch-Kaffee oder Starbucks-Kaffee mit Fairtrade-Kaffee und Sojamilch und dafür keine Steuern zahlen. Ich bin mir da immer nicht so ganz sicher und meistens überwiegt dann doch mein Drang, in Gesellschaft zu sein mit meinen Freunden und zu Starbucks zu gehen. Wie seht ihr das? Schreibt mir eure Kommentare unten ins Kommentarfeld, abonniert meine Videos hier und wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao, Leute!